Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du heute auch wieder mit dabei bist. Ich habe einen kleinen Drehgast, die liegt hier unten, nämlich die Frieda. Und in diesem Video möchte ich dir gerne Tipps geben, wie Silvester für dich und deinen Hund etwas entspannter wird. Ich meine, wir haben relativ großes Glück, denn wir wohnen auf dem Land und bei uns in der Umgebung wird zum Glück nicht so viel geknallt. Und dementsprechend ist es an Silvester meistens ruhig hier. Aber in der Stadt wird viel geknallt und es entsteht viel, viel Dreck. Und ich bin absolut kein Fan davon, dass Böller geknallt werden an Silvester. Mir reichen absolut Wunderkerzen. Wir haben selber auch Wunderkerzen gekauft. Jetzt sieht man hier die Frieda ein bisschen. Wir haben auch Wunderkerzen gekauft und ich finde, das reicht auch. Also man braucht keine Böller, finde ich. Aber in diesem Video möchte ich dir gerne ein paar Tipps geben, wie Silvester für dich und deinen Hund etwas entspannter wird. Und ich habe mir dafür hier auch eine lange Liste geschrieben. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und bleib gerne bis zum Ende dran. Zuallererst mal ein Disclaimer, warum viele Hunde überhaupt an Silvester Angst haben. An Silvester entstehen ungewöhnlich extrem laute Geräusche und Explosionen sowie ein Geruch von Schwarzpulver. Durch die traditionelle Silvesterknallerei zum Jahreswechsel werden gleich mehrere Sinne deines Hundes deutlich überstrapaziert. Der Lärm durch die Böller stört den sensiblen Gehörsinn. Hunde hören nämlich um ein Vielfaches besser als wir Menschen. Der Gestank von abgebrannten Feuerwerkskörpern mit all ihren Chemikalien beißt in der empfindlichen Hundenase und die grellen Lichtblitze durch Raketen, Wunderkerzen und Co. sind ungewöhnlich für die Augen deines Hundes. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit den Tipps, die ich mir aufgeschrieben habe, was man auf jeden Fall machen kann, um die Angst des Hundes vorzubeugen. Mein Tipp Nummer 1 ist auf jeden Fall schon Tage vorher die Leine bei dem Hund dran zu machen, wenn du mit dem spazieren gehst oder generell nach draußen gehst. Gerade bei jungen Hunden sollte man das auf jeden Fall machen, dass man eine Leine dran macht, weil viele Hunde durch die Böller, die auch schon Tage vorher meistens gezündet werden, weglaufen, dann bekommen die Hunde Angst und wir möchten ja nicht, dass super viele Hunde auf der Straße sind und einfach totale Angst haben und deswegen auf jeden Fall zur Sicherheit die Leine dran machen, vielleicht auch an das Halsband oder irgendwo die Telefonnummer hinterlegen oder eine Tasselnummer dranhängen, damit der Hund auf jeden Fall irgendwie gefunden werden kann, falls er dann doch weglaufen sollte. Tipp Nummer 2 ist, den Hund auf jeden Fall nicht alleine zu lassen. Es ist eigentlich traurig, dass man das immer noch sagen muss, aber immer wieder bekommt man in den sozialen Medien mit, dass Leute ihren Hund öfter an Silvester alleine lassen. Das ist natürlich ein absolutes No-Go. Und um auch die Angst im Haus vorzubereiten, gibt es auch mehrere Möglichkeiten, was man dabei machen kann. Zum Beispiel kannst du die Rollos runter machen, damit eben diese Lichteffekte nicht zu sehr zu sehen sind. Den Fernseher anschalten, vielleicht auch etwas lauter machen als gewöhnlich. Das würde ich aber auch schon einige Tage vorher einführen, damit der Hund sich nicht so denkt, warum macht ihr jetzt den Fernseher auf einmal so laut? Der ist ja sonst nicht so laut. Es gibt auch mehrere Studien, die bewiesen haben, dass klassische Musik auch sehr zur Entspannung der Hunde hilft. Also vielleicht auch einfach mal über eine Hundebox. Also vielleicht auch einfach mal über eine Musikbox klassische Musik abspielen und gucken, wie der Hund darauf reagiert. Oder auch ganz, ganz tolle Ablenkungen machen wir auch für Silvester. Einen Kong fertig machen, zum Beispiel Leberwurst reinmachen oder irgendwas anderes, was der Hund richtig lecker findet. Und dann einfrieren und das bekommt der Hund dann abends und ist dadurch ein bisschen abgelenkt, weil er seinen Kopf anstrengen muss und dann sich nicht mehr auf die Böllerei draußen konzentriert, sondern hoffentlich auf die Leckereien im Kong. Und das Ganze haben wir auch gemacht, als wir beim Tierarzt waren und unsere Hunde geimpft worden sind. Wir haben einen Kong dabei gehabt und die Hunde durften, während sie geimpft worden sind, den Kong schlecken und das hat super gut funktioniert. Also ich meine, Frieda freut sich sowieso, wenn sie irgendwelche Leute sieht, aber bei Hunter ist das dann doch ein bisschen problematischer und bei ihm hat es auch super funktioniert. Und so haben wir natürlich auch den Tierarzt etwas positiver verknüpft, als es normalerweise gang und gäbe ist. Also versucht das vielleicht auch einfach mal, vielleicht hilft das auch bei euch. Mein Tipp Nummer 3 ist dann, dem Hund einen Rückzugsort zu bieten. Eigentlich sollte das ja auch gang und gäbe sein, dass der Hund immer einen Rückzugsort hat, zum Beispiel eine Hundebox, wo er weiß, okay, wenn ich hier drin bin, dann werde ich auf jeden Fall nicht gestört. Und das sollte auch so sein. Wir haben auch eine Hundebox und wenn wir Besuch bekommen, dann kommen die Hunde meistens erst in die Hundebox und da darf auch keiner dran gehen. Also keiner darf an diese Box gehen, wenn wir Besuch bekommen. Da ist wirklich der Ruhepol für die Hunde, da wissen, okay, wenn ich in der Box bin, passiert mir nichts und ich habe meine absolute Ruhe. Und auch das kann ein guter Tipp für Silvester sein, dass der Hund einfach weiß, okay, hier drin bin ich safe, ich habe meine Ruhe, alles ist gut.
Sehr guter Tipp. Kann ich nur empfehlen. Ja, guter Tipp. Tipp Nummer 4 ist dann, dem Hund auch soziale Unterstützung zu bieten. Damit meine ich nicht, dass man ständig auf den Hund einredet, denn das wird wahrscheinlich das Gegenteil bewirken. Das hört man ja auch öfter, dass wenn man ständig auf den Hund einredet, dass der Hund dann genau das Gegenteil macht soll, denn er bekommt dann noch mehr Angst und das ist ja nicht das, was wir wollen. Aber wenn der Hund dann zum Beispiel bei lauten Geräuschen oder eben auch an Silvester zu dir kommt und mit dir kuscheln möchte, dann würde ich das auf jeden Fall zulassen. Aber ich würde dabei nicht ständig auf den Hund einreden und sagen, oh mein Gott, das ist alles so schlimm und Frieda, es ist so schlimm und die lauten Geräusche. Weil das bewirkt das Gegenteil. Dann seid ihr aufgeregt, der Hund ist auch wieder aufgeregt, der Hund merkt, okay, es ist irgendwas richtig Krasses gerade da draußen und bekommt wahrscheinlich noch mehr Angst, sondern ruhige Bewegungen, den Hund ruhig streicheln und einfach die Nähe zulassen, wenn der Hund zu euch kommt, einfach das zulassen und akzeptieren, aber halt nicht permanent auf den Hund einreden. Das bewegt das Gegenteil. Habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber das ist so mein Tipp, den ich geben kann. Das sind meine Erfahrungen und yeah. Yeah! Du bist so süß. Soll ich mal zeigen, wie du aussiehst? Zeigen mal, wie du aussiehst. Oh! Es ist richtig süß. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Richtig süß. Kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 5 und dabei würde ich auf jeden Fall Rücksprache mit meinem Tierarzt oder meiner Tierärztin halten. Es gibt im Internet verschiedene Mittel, die deinen Hund unterstützen sollen, nicht mehr ganz so ängstlich zu sein. Ich persönlich bin jetzt aber kein Riesenfan davon, dem Hund irgendwas ohne Absprache mit dem Tierarzt zu geben, weil vielleicht ist es ja auch gar nicht gut für meinen Hund oder da ist irgendwas drin, was nicht ganz so toll ist für die Gesundheit vom Hund. Und ich würde sowas einfach nur in Absprache mit dem Tierarzt machen. Die kennen deinen Hund am besten, die können rausfinden, ist das jetzt ein totaler Angsthund oder ist das wirklich nur auf Silvester bezogen. Und wenn du generell einen Angsthund hast, dann würde ich eher überlegen, dagegen zu trainieren. Natürlich nicht direkt an Silvester, sondern auch ein paar Tage vorher. Und würde mir da meine Gedanken machen, wie ich das Ganze wegbekomme. Tipp Nummer 6 ist dann eine absolute Selbstverständlichkeit, wie ich finde, dass mein Hund auf jeden Fall nicht für das Verhalten bestraft, was er an diesem Tag zeigt, sondern es ist einfach eine Angstreaktion und das sollte man auf jeden Fall nicht bestrafen. Mein letzter Tipp ist dann, den Hund auch am Tag selber auszulasten, dass der Hund genug Bewegung hat, dass man den körperlich und auch geistig auslastet mit irgendwelchen Gedenkspielen, wo der Hund ganz, ganz viel nachdenken muss, irgendwelche Suchspiele, irgendwas verstecken, irgendwie ein Schnüffelteppich. Irgendwas, wo der Hund sich anstrengen muss, damit er abends ausgelastet ist. Auch das kann nämlich dabei helfen, dass der Hund dann am Abend selber deutlich entspannter ist. Das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe sehr, dass dir das Video gefallen hat und du einige Tipps und Tricks daraus für dich mitnehmen konntest. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, ob du noch weitere Tipps hast und abonniere auch gerne den Kanal, damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Und ich würde sagen, ich wünsche dir ein ganz, ganz schönes Silvester. Einen schönen Start ins neue Jahr und ich hoffe, dass wir uns dann ganz, ganz bald in meinem nächsten Video im nächsten Jahr wiedersehen. Und Frieda und ich, wir gehen jetzt erstmal in den Garten und genießen die Zeit zusammen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!